Angenommen, wir haben eine Funktion gegeben, f von x. Und wir fragen uns jetzt für eine Stelle x0, wie die Steigung des Graphen der Funktion an dieser Stelle ist. Dann können wir das dadurch ermitteln, dass wir als erste Idee eine Sekante einzeichnen und die Steigung der Sekante ermitteln. Das Ganze erhalten wir durch das Steigungsdreieck. Jetzt lassen wir den Abstand der Sekante h immer kleiner werden. Und im Grenzfall erreichen wir dann die Steigung der Tangente. Der Wert der Steigung der Tangente, an dieser Stelle x0, das nennt man die Ableitung der Funktion an der Stelle x0 oder f' von x0. Wenn wir das Ganze jetzt nicht nur an x0 machen, sondern an allen Stellen x, erhalten wir auf diese Weise die Ableitungsfunktion f' von x.